Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2 und zwar sind wir unterwegs hier auf Yavin 4 mit der EL-16 HFE und wir spielen Angriff. Wir spielen Angriff, den kleinen Modi, einfach mal wieder ein bisschen Angriff spielen mit dem guten alten Solustana-Boy hier am Start und wir quatschen einfach mal so ein bisschen drauf los, ne? Hier die Map finde ich eigentlich ganz cool, ist ja eine der typischen Szenarien, dass man hier so ein Paket abholen muss. Und dann liefern muss. Mein Gott, und ich hänge hier überall fest. Ja, eins der... Ich glaube, wie viele Szenarien gibt es denn eigentlich bei Angriff? Die sind ja eigentlich immer relativ repetitiv. Das gleiche gibt es ja hier beispielsweise auch im Todesstern. Oder auch bei... Nein, die Granate! Oder auch bei Takodana. Was ist denn eigentlich bei Hoth? Ist da irgendwie Sprengladung setzen? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt eigentlich nur das und Sprengladung setzen, oder? Gibt es noch was anderes bei Angriff? Ich weiß nicht, ich bin eigentlich kein großer Fan von Angriff, muss ich ja sagen. Angriff ist so nie mein Modus gewesen, wo ich sagen würde, ja, Mann, Angriff. War nie so. War einfach nie so. Wird wahrscheinlich auch nie so sein. Aber man kann es ja trotzdem mal wieder spielen, ne? Für die Leute, die gerne Angriff sehen, die gerne mich im Angriff schwitzen sehen wollen. Wie ich jetzt hier durchrenne und Pam daneben, Pam getroffen. Der Oldtimer, der heißt zwar nicht so, aber ich nenne ihn einfach so. EL-16 HFE, auch eigentlich gar nicht meine Waffe. Ich begebe mich hier wieder aus meiner Komfortzone heraus und baller mich hier einfach mal locker easy durch. So, liebe Leute, jetzt müssen wir mal das Paketchen hier aufheben. Zack, und weiter geht's. So, wie gesagt, nicht mein Modus, nicht meine Waffe, eigentlich gar nichts von mir. Aber man muss ja auch einfach mal, man muss ja auch einfach mal wagen. Ne? Man muss ja mal wagen, um hier auch zu gewinnen. Ja, eigentlich ist Quatsch. Eigentlich würde ich eher gewinnen, wenn ich nicht wage. Aber hey, wir müssen auch mal wagen, um zu entertainen. Kann man das so sagen? Oh, die Granate hat einfach gesessen. Wieder den Oldtimer erwischt. Der Oldtimer. Der kann nix. Tommy versus the Oldtimer. Wird Tommy den Oldtimer wieder an die Wand fahren? Oder wird der Oldtimer mich erwischen? Verdammt. Elysisch hat mich erwischt. Mein Gott, Team, komm schon. Ab nach vorne. Wir müssen da ein bisschen was reißen. Ich hebe mir mal meine Punkte so ein bisschen auf hier. Kann ich bei dem spawnen? Oh, der Zenit. Der Zenit, er kämpft einfach zu lange. Oh, komm schon, Kingdom Hearts. Der hat ja einen geilen Namen. Kingdom Hearts. Das war ja ich ja jetzt gerade. Ich dachte, er hat es wie Hearts 4 geschrieben. Okay, das ist dann doch nicht so lustig. Naja, der Oldtimer ist auf jeden Fall hier irgendwo noch am Start. Ist er das schon wieder? Ich glaube, der Oldtimer war auch nämlich einer von diesen Frechdachsen, die... Ey, was? Das Geschütz steht noch? Jetzt hat mir das Geschütz so viel Schaden gemacht. Das ist doch lächerlich. Der hier so ein Offizier spielt, oder? Ich glaube, der Oldtimer ist ein Offizierspieler. Ich helfe dir! Elijah! Den haben wir. Okay. Komm! Wir haben noch die Hälfte unserer Tickets und müssen hier das Ding auch mal abgeben. Oh, wie viele... Das ist doch... Da stehen nur Geschütze! Ich hasse Leute, die nur mit Geschützen spielen. Oldtimer! Ich mag den jetzt schon nicht, ne? Jetzt schnappe ich mir hier so einen Sprungtruppler und jetzt schlage ich diesen Oldtimer so oft grün und blau, bis er seine Geschütze nicht mehr stellen kann, du. Stellt er da sein Geschütz und versteckt sich dann wieder hinter dieser Ruine. Das ist so typisch. Diese Spieler, ich hasse die. Ach, Mann. Immer irgendwo so ein Geschütz stellen und dann hinter eine Ecke stellen. Warum spielen die das Spiel denn überhaupt, wenn die dann selber nicht kämpfen wollen? So, komm her, mein Freund. Du machst das. Okay, da sitzt irgendwie einer, der ganz apathisch ist wieder mal. Überhaupt nicht aufpasst. So, Oldtimer. Hier raus aus euren Deckungen da, ne? Nicht alle hier hinter der komischen Ruinenwand stellen. Da steht dein Geschütz und dann stellst du dich hier so hin und wartest ab. So läuft das hier nicht in dem Game-Mode, wenn ich hier da drin bin. So nicht. Läufer hat das Paket in Besitz gebracht. Als ob das hier nicht... Ah, doch, hier geht's. Da haben wir es doch. Sehr gut. Haben wir hier nochmal irgendwo einen, den wir erwischen können? Nein. 16 Kills. Sieht gut aus. Erste Runde. Zack, zack. Geht an uns. Hammer, hammer. Da soll der Oldtimer doch mal zeigen, was er kann. So, okay. Wir haben den einmal genommen. Dann nehmen wir jetzt nochmal wieder den normalen Angriffstrupp. Ich muss auch ein bisschen spannend machen. Ne? Ich muss ja ein bisschen spannend machen hier, dass die Gegner auch eine Chance haben, weil ich sehe schon, die Gegner sind gar nicht so gut dabei. Ne? Zumindest nicht, was die Eliminierungen angeht. Aber das heißt ja nicht alles in diesem Modus. Eliminierungen sind hier ja nicht der Key-Value. Irgendwie der Hauptpunkt, den man hier erreichen muss, um zu gewinnen, sondern die müssen eigentlich uns nur aufhalten. Natürlich ist es irgendwo verbunden damit, dass wir sterben, aber das ist eigentlich egal, wie lange die dafür brauchen. Zeitlimit gibt es hier ja nicht, glaube ich, ne? Ach komm schon. Ich hasse das bei der EL-16 HFE, wenn ich dann so nervös bin und dann treffe ich irgendwie gar nichts mehr. So. Der läuft einfach an mir vorbei. Jetzt geht nochmal hier so ein bisschen Action mit der EL-16 HFE. Nein, da ist aber noch einer da unten.
Wo ist denn der? Okay. Boah, wenn man damit auf den Kopf trifft, ne? Das macht einen Damage. Ich werde ja auch mal gefragt von wegen, oh, warum magst du denn die 1,82 so mehr? Oder so viel? Ich finde, die ist sehr variabel. Ist das der Oldtimer? Ich muss ihn besiegen. Nee. Bei den Oldtimer werde ich auch noch erwischen. Ist er das? Nee, das ist Yoda. Guck mal, die haben ja nur Offiziere irgendwie, oder? Ich erledige hier. Die haben so einen schweren Truppler irgendwie. Da ist er. Und ansonsten... Oh, wie fies. Oh, wie fies. Ach, der Oldtimer hat vielleicht auch eine Spezialeinheit hier. Eine Spezialeinheit irgendwo. Ich werde ihn noch bezwingen, den Oldtimer. Sitzt er da oben immer noch? Ja. Holt er gleich wieder sein. Holt er da gleich wieder seinen Raketenwerfer raus. Das Ding liegt aber auch so ungünstig. Ah, nicht mehr. Das hebt auch gar keiner auf von unserem Team. So, dann mache ich das jetzt. Attacke, liebe Leute! Attacke! So, jetzt haben sie da wahrscheinlich wieder ihre Geschützmauer aufgebaut, so wie ich die kenne. Ja, da ist schon das erste Geschütz. Schnell! Da ist doch schon das erste Geschütz. Wir tragen das Ding auf jeden Fall erstmal richtig schön weit durch hier. Das machen wir mal taktisch, ne? Taktisch, taktisch. Die rennen mir nämlich jetzt gerade alle hinterher, die Gegner. Hätte durchziehen sollen, verdammt. Hätte einmal durchlaufen sollen. Okay, machen wir das mal. Kommt hier jetzt gar keiner mehr? Lass mich jetzt einfach, lass mich einfach passieren. Er darf passieren. Ja, nö. Ist das der Oldtimer? Guck mal, wie der nicht mal angreifen geht. Der geht nicht mal angreifen. Der kennt das gar nicht mehr, der Typ. Der stellt sein Geschütz und macht... Das ist ja der Hammer. Das ist ja... Der stellt sein Geschütz und guckt mir zu, wie ich das Ding abgehe, weil er nicht mehr richtig weiß, wie man kämpft hier. Nee. So aber nicht. Gegen diese Geschützsteller, da habe ich was dagegen. Da stelle ich mich halt einfach in eine Säule und dann haben sie Pech gehabt. Gut, das war die erste kleine Runde. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Cut. Also bis gleich. Und damit starten wir in die nächste Runde ebenfalls wieder gegen meinen alten Widersacher, den Oldtimer, heißt er eigentlich. Aber ich nenne ihn trotzdem weiter Oldtimer. Er spielt diesmal aber hier gar nicht den... Er spielt diesmal einen Angriffstruppler, ne? Ja, er spielt den Angriffstruppler. Er spielt gar nicht den guten alten Geschützmann. Mal gucken, ob sie das diesmal besser verteidigt kriegen als eben. Ich fand es ja echt amüsant am Ende wieder, wie der eine Geschützmann da sein Geschütz gestellt hat und nicht angreifen wollte. Fand ich witzig. Oh, die kommt blöd, die Granate. Ja. Bin auch noch richtig doof reingerollt. Ah, dieser Gang, das ist auch gar nicht so leicht, ne? Ja, ist gar nicht so leicht. Aber hier mal wieder eine andere Map-Variante, wo man dann halt eine Bombe setzen muss, eine Bombe platzieren muss. Kann ich bei dem spawnen? Ne, dann gehen wir zu dem hier. Das mit dem Scandard ist hier zwar wertvoll, aber ich glaube, ich gehe lieber mal hier so ein bisschen außen rum. Die erste Ordnung. Ach, sieht das hier alles cool aus, ne? Mit diesen roten Bannern, das gefällt mir schon. Schick, schick, schick. So würde ich meine geheime Schurkenbasis auch sein. Ach, schade, der ist genau... Ach, da kann man gar nicht mehr lang. Ich dachte, da geht's auch lang, wegen Galactic und so, ne? Nein, EL-16 AP, enttäuscht mich nicht. Ja. Okay, liebe Leute, wir sind fast hier. Da ist so einer direkt hinter dem... Ja. Ah, da ist schon wieder oben so ein Geschütz, was einen abschießen würde. Komme ich da jetzt dran oder werde ich jetzt vom Geschütz geholt? Ja, diese ganzen Geschütze hier überall. Mein Gott, das ist ja hier ein Spießrutenlauf. Ja, den haben wir erwischt, aber ich glaube, da geht einer trotzdem noch hin und will das ausmachen. Hoffentlich haben wir einen, der das verteidigen kann. Wir nehmen mal ganz schnell hier einen Sprungtruppler, um das zu verhindern, liebe Leute. Komm, Feuer, 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 Feuer. Nein, der ist ausgekommen. Verdammt. Ach mein Gott, da stehen überall Geschütze. Ne? Überall. Ach, der hat auch die EL-16 AP. Das ist ja natürlich passend. Kann ich das auch von hier unten anmachen? Nee, ne? Ah, jetzt bin ich gegen diesen Haken oben geflogen. Ah, hat ja trotzdem geklappt. Wenn nicht, schon wieder so ein Geschütz. Ah, das ist ja... Nein, ein Schuss fehlt. Ach, komm schon. Ich konnte nicht mehr schießen. Es waren einfach zu viele hintereinander. Es waren zu viele hintereinander. Schade. Okay, Fregatte. Lass mich jetzt endlich mal bei dir spawnen. Einmal. Guck nach links. Die kommen von links. Ja, natürlich. Natürlich. Und jetzt hänge ich ja noch... Weißt du, der tanzt da so 10 Minuten lang. Tanzt Fregatte also nach von links nach rechts. Guckt nicht einmal irgendwie in die Richtung, wo die Gegner natürlich herkommen werden. Und dann spawn ich und schon schießen mich 20 Gegner ab. Aber während Fregatte da so rumtanzt, nichts passiert. Du bist anvisiert, du bist anvisiert, du bist anvisiert. Weg mit dem Geschütz. Ist das Oldtimer? Nee, es ist nicht Oldtimer. Tyrone.
du Oldtimer? Nee, das ist ein Heavy. Alter, denkt er wieder, er kann schießen hier, der Geschützmann. Ich finde das ja witzig. Das kann doch eigentlich nicht stimmen. Normalerweise hast du jetzt ja nicht die... Oh, den habe ich doch noch voll erwischt. Normalerweise hast du ja nicht die Probleme hier, dass du irgendwie mit einem Offizier dabei einen hast, der nicht schießen kann. Aber irgendwie kommt es mir wirklich so vor, als würden die Offiziere hier wirklich sich sehr stark hinter ihren Geschützen verstecken und gar nicht gut schießen können. Ich helfe dir, Freund. Nein, ich war zu langsam. Haben sie es wieder angekommen? Ja, die haben es wieder anbekommen. So, dann gehen wir mal hier hin. Weil hier kommen die alle her. Oh, da war er, der Oldtimer. Ah, doch, er hat wieder einen Offizier jetzt da noch genommen. Läuft's doch nicht so gut mit dem... Oh, wow, wow. Läuft's doch nicht so gut wohl mit dem guten alten Angriffstruppler, ha? So, gleich nochmal hier rein spawnen als guter alter Sprungtruppler. Ach komm, mein Team. Warum versteckt er sich denn jetzt hier hinten irgendwo? Das ist auch gar nicht so leicht, hier das Ding auszubekommen oder anzubekommen, ha? Komm ich da jetzt bitte mal hoch, danke. So, wie ich das jetzt schon angemacht habe, müssen wir das doch jetzt endlich mal hinbekommen. Das sind ja so viele. So viele Geschütze. Ja, der stellt auch wieder sein Geschütz hin. Weg mit ihr. So, jetzt nur noch Oldtimer, der irgendwo sich da versteckt hinter seinem Geschütz. So, ich soll jetzt trotzdem mal... Ah, Alter, kann man runterfallen. Ich soll jetzt trotzdem mal hier bleiben, nicht, dass es jetzt irgendeiner ausmacht von denen. Ich habe ja den Eindruck, dass ich da immer zu lange vorne rumgewartet habe. Da ist wieder einer, der sich versteckt hinter seinem Geschütz. Ja, bloß vom Geschütz weg. So, damit haben wir das. Erste Runde läuft doch. Super. Den Oldtimer, den machen wir fertig jetzt hier. Den machen wir fertig jetzt hier. Okay, wir nehmen natürlich nicht nochmal den Sprungtruppler, nicht direkt am Anfang, sondern gehen hier hin. Oldtimer bei denen, fünfter Platz. Tyrone, das ist er, der ganz gut ist bei denen. Der gute alte Tyrone, man kennt ihn. Oder man kennt ihn halt eben auch nicht. Aber wir, als guter alter Nikto, werden es wohl doch auch schaffen, jetzt nochmal eine Bombe hier zu platzieren und die olle Starkiller Base in die Luft zu jagen. Ach hier, der war doch eben gerade bei den Gegnern, ne? Dieser Elisisch. Der war doch eben bei den Gegnern. Ich erinnere mich. Der macht das gut. Ich mach das gerade gar nicht gut. Versteckt euch nur hinter euren Kisten. Sprengsätze bei Ziel Beta platziert. Ah, der sprengt sich mit mir hoch. Schade. Ich glaube, mit einer anderen Waffe hätte ich den schneller bekommen. Ich hätte halt auf den Kopf treffen müssen gegen den. Nehmen wir mal einen Wookie. Komm, wir machen jetzt ein bisschen Abwechslung hier rein. Einen kleinen, guten, alten Wookie-Mann. Na, soll ich dir hier helfen, Kollege, beim Anmachen? Und der versteht... Also der scheint auf jeden Fall ein neuer Spieler zu sein. Okay, dann nehmen wir alles mal zurück, ne? Falls der jetzt hier auch einer von den Geschützmännern ist. Aber davon lernt man das Spiel nicht, liebe Leute. Also euch nicht hier hinter... Was denn der? Der hat auch nichts getroffen. Nicht hinter den Geschützen verstecken, das bringt euch, im Endeffekt bringt euch das nicht viel. Wenn das Geschütz zwar die Kills macht für euch, aber ihr dann irgendwie nichts trefft im Nahkampf, dann muss man auch mal irgendwo in den sauren Apfel beißen. Auch wenn man am Anfang vielleicht nicht so ganz gut ist und dann halt häufiger mal leider stirbt oder so. Aber dann wenigstens halt... Zack. Wenigstens halt ein paar, ein bisschen besser wird, ne? Ein bisschen übt und sowas. Muss ja auch drin sein. Ja, treffen ihn immer so ein bisschen. Ich glaube eher nicht, dass er dadurch stirbt, oder? Ach, jetzt hat das wieder einer ausgekriegt. Der fällt doch runter jetzt, oder? Ja. Wollte gerade sagen. So, der Wookie macht das Ding wieder an, liebe Leute. Der Wookie haut die Kiste an. So, den hauen wir auch weg. Ah, der eine von denen, der springt hier häufiger mal mit dem Sprungtruppler durch und versucht das dann... Geht ihn noch rein? Nee, leider nicht. Und versucht das ganze Ding dann wieder auszuschalten. Da muss man mal ein bisschen drauf achten. Na, die kriegen wir auch noch. Wir schießen die auch alle nur an. Mein Team macht das auch super. Muss ich ja mal sagen. Ach komm, jetzt geht doch mal darüber. Nicht, dass da einer wieder irgendwie das Teil hier ausmacht. Mal so ein bisschen defensiver stehen, aber ich glaube, dass sie das nicht mehr verhindern können. Nicht mal Oldtimer und auch nicht Tyrone. Da kommt er wieder, der eine, der es da durchschlawinern möchte. Aber er konnte es auch nicht mehr verhindern. Da haben wir den TIE Fighter. Sehr gut. Sieg für den Widerstand. 44 Eliminierungen haben wir sogar noch gemacht. Lief das super gut.
Gut, das waren noch ganz coole, schöne kleine Runden gegen die guten alten Geschützboys mit ihrem Anführer Oldtimer. Und damit war es das mit dieser Folge heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Jawohl, Wookie, Platz 1. Nice.